Liebe Raubfischangler, wir sind heute in England und wir fischen im Sommer. Sieht ja nicht nach Sommer aus, aber wir angeln heute hier in einem der kleinen, tollen Miniflüsse auf Döbel. Sommerräuber, so wie Döbel, die lieben kleine Futterfische. Und mit entsprechenden Ködern fangen wir die Döbel. Die Techniken sind unterschiedlich. Wir werden heute sowohl leicht twitchen, als auch ganz normal den Köder einkurbeln. Wie es geht, das zeigen wir euch heute. Ich hatte ja gerade gesagt, wir fischen mit kleinen Ködern, also quasi ultralight. Denn worum es jetzt geht in dieser Jahreszeit ist, wir müssen Futterfische imitieren, also ganz kleine Brutfische und auch andere Nahrung, wie zum Beispiel Kaulquappen. Denn der Döbel, eigentlich ein untypischer Räuber, man würde sagen, ist ein Friedfisch, aber der hat auch natürlich Hunger und frisst, wenn er kann, natürlich auch eiweißreiche Nahrung wie kleine Futterfische und Kaulquappen. Und da kommen vor allen Dingen zwei Modelle zum Einsatz. Einmal ein kleines, dickes Modell, das ist hier der Fangback. Diesen hier, der ist 4 cm lang. Wir haben einen nicht sehr tiefen Flussabschnitt, wo wir hier fischen. Wasser ist ungefähr 1,5 Meter maximal tief. Unglaublich viel Kraut. Wassertemperatur ist auch um 20 Grad. Das heißt, wir haben nicht viel Platz von der Oberfläche bis zur ersten Krautspitze. Und deswegen nehmen wir flachlaufende Köder, also solche mit einer kleinen Tauchlippe. Und der Fangback hier, der läuft maximal 1,5 Meter tief. Und der Julian, mit dem ich heute fische, der mich eingeladen hat zum Döbelangeln, der fischt den Köder treibend an der Oberfläche und zupft nur ganz leicht. Also quasi eine Art Oberflächen-Popping, wenn man so will, ohne dass er einen Popper verwendet, sondern das macht er mit diesem Crankbait. Kurz an der Oberfläche, imitiert auf diese Weise vielleicht einen großen Wasserläufer oder auch eine Kaulquappe. Ich habe das auch getan, aber ich war auch sehr erfolgreich mit ganz normalem Einkurbeln. Und zwar habe ich mir gedacht, ich suche mir kleine Abschnitte zwischen dem Kraut, wo ich also etwas mehr Platz habe, und habe mit dem 4 cm großen Slickstick gefischt. Die perfekte Imitation eines kleinen Brutfischleins. Und genau das mochten sie auch. Also sowohl an der Oberfläche langsam zupfen, immer wieder kurz aufsteigen lassen. Die Strömung hilft einem dabei, ein großes Gebiet abzufischen, oder zwischen den einzelnen Krautfahnen durchblinkern. Und das macht man dann auch mit ganz kleinen Ködern. Tieflaufende Köder sind gar nicht notwendig. Und was die Farbe betrifft, da würde ich euch empfehlen, etwas mit einem dunklen Rücken zu fischen, so wie in diesem Falle, wenn ihr eine Kaulquappe imitieren wollt. Und wenn ihr sehr viel Futterfische im Wasser habt, sind vor allen Dingen solche Farben interessant wie der Clear Minnow. Und an Tagen mit ganz, ganz bedecktem Wetter oder wenn das Wasser ein wenig gefärbt ist durch Regen, das wird wahrscheinlich heute Nachmittag der Fall sein, dann solche aggressiven Farben mit viel Orange und Gelb drin.
kleine Köder müssen natürlich auch gut geworfen werden und die wiegen natürlich nichts. Und deswegen haben wir uns auch für Light Material entschieden heute. Das ist eine kleine Rolle. Wir haben hier die Ultron 1500 drauf mit 0,08er Jig Silk. Das ist eine neue Schnur, die es ab September auch im Handel geben wird. Und dann die kleine Crank & Jig Terminator 1,90. Damit kann man die 2 bis 5 Gramm schweren Köder prima werfen. Ideales Tackle, man hat viel Spaß, auch bei einem kleineren Fisch. Und natürlich Umhängetasche, die nötigsten Sachen rein, ein paar Köder, bisschen Schnur, eine Zange, Lösezange und Angelpapiere nicht vergessen. Und los geht's. Ah, beinahe hätte ich es vergessen. Wir haben es hier mit scheuen Räubern zu tun und deswegen kommt Fluorcarbon als Vorfach drauf. Ungefähr ein guter Meter, in diesem Falle 21, das reicht völlig aus. Kleiner Blutknoten zwischen der geflochtenen und dem Fluorcarbon dazwischen. Die Sache hält. Eine große Schlaufe, nicht mit einem kleinen Karabiner fischen, weil der kann teilweise schon zu viel wiegen und die Laufeigenschaft des Wobblers beeinflussen. Deswegen einfach eine große Schlaufe machen, dort den Köder rein und los geht's.